Das Beratungsmobil der Kriminalpolizei hat am Freitag Station auf dem Hoyerswerder Altstadtmarkt gemacht. Hauptkommissar Rolf Kasper informierte über die Sicherheit in den eigenen vier Wänden und mögliche Schutzmaßnahmen vor Einbrechern. Im Fokus standen aber auch die bekannten Maschen von Trickdieben. Für Fragen steht das Mobil auch in den nächsten Tagen in unserer Region, unter anderem am Dienstag auf dem Lausitzer Platz in Hoyerswerda, am Mittwoch am Einkaufszentrum im Lautau Ortsteil Turnow sowie am 21. September im Bernsdorfer Stadtzentrum.